Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und wie ihr seht, eine Runde mit Arthur am Feiertag. Und jetzt schauen wir mal, wo sind wir und warum überhaupt. Hier sind wir. Später wollen wir dahin. Oder machen wir doch lieber das. Ich mag den ja nicht. Irgendwie finde ich, wenn er im Knast sitzt, da gehört er auch hin. Naja. Wir schauen uns hier erstmal in der Gegend noch ein bisschen um, denn da ist irgendein Pferd. Und das ist nicht meins. Oder? Doch. Ach, mein Zweitpferd. Ich wollte gerade sagen. So. Wie sieht das aus hier vom Zustand? Ja, das ist ja noch voll in Ordnung. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier noch irgendwas sammeln können. Das habe ich schon abgegrast. Und dann frühstücken wir erstmal, oder? Ja. 7 Uhr morgens. Okay, then, girl. Yep. Oh, da ist ja noch mehr hier. Ah, das wollen wir uns ja nicht. Schafgarbe haben wir auch genug. Ackerminze haben wir auch genug. So, dann schauen wir mal. Wir müssen noch zwei Stadtbewohner ausrauben. Oh, wir müssen einen Schatz finden. Ich bin mit Indianertabak hergestellt. Ja, da müssen wir mal zusehen, dass wir noch Indianertabak finden. Und was war das andere hier? Reitkunst innerhalb von 5 Minuten von Valentine nach Rhodes. Okay. Schwarz- oder Grizzlybären? Ah, da sind wir hier richtig. 5 fliegende Vögel von einem Zug aus. Boah, das gibt bestimmt richtig Stress. Wir schauen uns erstmal hier noch ein bisschen um. Am frühen Morgen. Was haben wir da? Da war ich zu langsam. Aber es ist ja auch Feiertag, ne? Also. Was haben wir da? Das nehmen wir mit. Wenn wir es überhaupt noch mitnehmen können. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liebe es auch, hier schön durch die Landschaft zu reiten mit Arthur. Anstatt hier jedes Mal ein richtiges Fass aufzumachen. Also einfach umschauen. Kräuter sammeln. Das scheine ich ja alles schon zu haben hier. Noch mehr Schafgarbe. Gar nichts. Nö. Das ist ja merkwürdig, oder? Ah, da ist aber irgendwas. Also hier muss man die Augen schon richtig offen halten. Adrianwurzel. Die hauen wir uns erstmal rein. So. Und da muss man sich auch hier manchmal drin umgucken, in solchen alten Hütten, ob da irgendwo noch eine Schatulle oder sowas leuchtet. Das finde ich ist das Schöne an der Story. Hier kann man wirklich einfach durch die Gegend reiten. Oh. Und hier hängt's fest. So. Oh. Habt ihr das auf der Minimap gesehen? Da ist plötzlich ein Fragezeichen. Dann machen wir das zuerst. Oh, da braucht einer Hilfe. Ja. Auch das ist in der Story. Plötzlich begegnet einem irgendwer.
Da. Wo ist er denn? Ah, da. Here I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. So. I'm staying in Strawberry. If you could just guide me back. Can't think of a good reason to say no. Ja, klar. Oh, thank you, sir. Shall I hop up there on the back with you? Wait. Your legs work, don't they? Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. Jetzt quatscht er uns hier voll. What are you doing out here anyway? Clearly ain't your natural habitat. No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually. You don't say. Oh, yes. There was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it, then? It's a town of splinters, if you could call it a town at all. I'd hardly stepped off the carriage and I'd taken in the whole place. I suppose some might call it charming. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. And meanwhile, you have this mayor, quite intolerable. Jetzt wird's interessant. Spoke woodwork and he thinks this is a cultural hub? The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here after all. More fool me. Now I'm tromping through the leaves in the muck with some cowboy. No offense. Little taken. Been walking around so much I can't tell what's anymore. Quatsch hier noch mehr? Nö. Wie, das war alles? Oh yes. Ah, jetzt. Look familiar. So, dann haben wir den auch schon mal getroffen und wissen jetzt, dass mit dem Bürgermeister irgendwas nicht stimmt. Ja, das ist genauso das Richtige, ne? Für so einen Feiertag. Bisschen entschleunigen. Oh, are we close to town? Kann er nicht ein bisschen schneller laufen hier? Sir, you've rescued me from the depths. So bin ich. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. All right. No, keep that in mind. Okay, mehr quatschen können wir mit dem nicht. Maybe stay in town for now, huh? A rock and a hard place. Thanks anyway. So, jetzt werden wir uns aber hier in Strawberry nicht weiter umschauen, sondern zurück zu dem Fragezeichen reiten. Uns hier so ein bisschen mit den Nebengeschichten erstmal hier beschäftigen. Das Pferd wieder mit. Ach, zu den Holzfällern müssen wir auch noch, wo wir hier in der Gegend sind. Und dann, wie gesagt, machen wir erst ein bisschen die Nebenstories hier. Aha. Da sind wir mal, grüßen wir mal. Hallo. Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife.
That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just... there. So? Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I am trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh, good heavens. My bag, that thing is robbing me. Go, oh, good heavens. Don't worry. That thing is a coyote. So, wo ist er hin? Da hinten läuft er. You want to? Wildlife photographer. Oh, wir können übrigens nicht schießen, ne? Also wir können erstmal nur hinterherlaufen. Jetzt geht's. Vielleicht soll ich mich doch besser aufs Pferd setzen, was? Okay, der lässt die Tasche einfach fallen. Ist ja noch besser. So, dann bringen wir eben mal die Tasche zurück. Und dann haben wir den guten Mann auch schon kennengelernt. Und dann werden wir den ganz bestimmt irgendwann wieder treffen. Well, well. Got your bag. Oh, thank you. Thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I'm can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. So, haben wir den Herrn auch kennengelernt. Gucken wir, ob hier noch irgendwie Indianertabak oder so. Schade, schade. Jetzt gucken wir mal, ob wir sein Pferd schon kennen. Das können wir nicht untersuchen. Das ist auch schick, ne? Schicker Sattel, schickes Pferd. Na gut. So, dann sind wir ja hier. Hier ist die Station. Ah, hier. Dann werden wir hier nochmal eben rüber reiten. Dass wir hier ein paar Nebenmissionen, wie gesagt, erledigen. Bevor wir in der Story weitermachen. Passiert. Wollte mein Zweitpferd den platt reiten? So. Aha, da sehen wir zwei Xe. Ich zeige mal, wo das ist. Ist das. Oh. Wenn ich die jetzt plündere, gibt das Abzug in der B-Note? Ja. Das gibt Stress. Und das für 44. Okay. Und ein Brief. Ja gut. Dann gucken wir mal eben. Da ist der Brief.
Ah, okay. Eine Absage. Ja, ich glaube, man muss das auch nicht wirklich alles lesen, ne? Yep. Oh, die haben aber ganze Arbeit geleistet hier. Appleseed ain't out here getting mauled by wolves. We'll okay. What's your good for nothing, cowards? Yeah. Call yourselves lumbermen? You afraid of us few damn critters? It's a forest. What in hell do you expect? Fragen wir doch mal, ob wir was für ihn tun können, oder? Oh, yes, yes. Maybe you're the man I need. Can you believe these lazy lily livers? Refusing to work on account of a few little wolves. They've been attacking workers on the south side of the camp. We need a real man to get rid of them. What do you say? He'll be very well rewarded. Ja, klar, nehmen wir das an. All right. If you're paying, I should be able to take care of that for you. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Pferde noch eben untersuchen können, wo wir gerade hier stehen. Nein. Nein. Gut. Weil das wäre ja ärgerlich, ne? Oh, oh, oh. Ein Hund. Och, und was für ein guter. Den streicheln wir aber nochmal eben hier. Hello, boy. So. Dann nehmen wir mal eben die Markierung weg. Da sollen wir hin, ist ja nicht so weit. Da fällt mir ein. Es gibt auch noch so Bahnarbeiter. Den könnten wir auch noch mal helfen. So, jetzt erstmal was essen. Denn. Und vielleicht besser. Oh, eine Schrotflinte. Aha. Können wir hier was groß untersuchen? Unbekanntes Tier. Okay, dann nehmen wir vielleicht doch besser die hier. Da kommen sie. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, das meine ich. Und mit Arthur ist es schnell passiert, ne? Also der, den hat es auch schnell zerlegt. Und der sieht dann auch, wie ihr seht, gleich ganz schön mitgenommen aus. Jetzt weiß ich nicht, wie der im Zustand ist, ne? Aber... Ich glaube, man könnte den häuten und trotzdem dann als Kadaver im Lager abgeben. Just hold on there, girl. Der nimmt nämlich auch Gehäutete an, glaube ich. So, ist nämlich ein perfektes Fell. Und dann nehmen wir auch den Kadaver mit und dann sehen wir nämlich zu, dass wir zurück ins Lager kommen. Und das ist auch das, was hier in der Story öfter passiert. Man hat eigentlich vor,
irgendeine Richtung zu reiten. Ja? Dann passiert einem nämlich genau das. Man hat plötzlich die perfekten Tiere, die man braucht. Die vergammeln einem aber mit der Zeit. Das heißt, man kann jetzt nicht wie online sagen, ja, ja, was soll's, drauf liegen lassen. Die vergammeln einem. Und wenn man jetzt aber schon mal die Felle abzieht, dann hat man nämlich die perfekten Felle und kann die Kadaver trotzdem mitnehmen. Boah, ich könnte, wie gesagt, ich könnte hier mit Arthur könnte ich stundenlang durch die Gegend reiten. Weil, ihr seht's ja, irgendwas ist immer. Jetzt geht's zurück. Wir holen uns quasi die Belohnung ab. Ja! Und dann müssen wir doch tatsächlich zurück ins Lager. Oh, there you are. I assumed from all the gunshots and howling, you got some good news for me? Yep. It's done. That's a relief, I'll tell you. Excellent work. Money's right there on the table. Don't mention it. Me and Wolves go way back. $50. Das ist ordentlich Kohle hier, ne? I'm leaving. Don't work too hard. There ain't much danger of that with this bunch, my friend. So, dann setzen wir uns jetzt mal eine clevere Markierung. Also, wir wollen zurück zum Lager. Denn sonst vergammeln uns die Wölfe. Und die werden jetzt nochmal richtig angetrieben hier, die Jungs. Und eigentlich, ja, was soll's. Wir kürzen natürlich ab. Ja. Oh, apropos, Nachmittag. Ich müsste nachher auch mal was kochen. Und hier wächst, glaube ich, auch Indianertabak. Das nehmen wir natürlich noch eben mit. Oh, wartet, wartet, wartet. Müssen wir eben die Knarre wechseln. So. Was haben wir hier? Brombeeren, denke ich. Jawohl. Hier in diesem Wirrwarr. Da. Aber hier haben wir noch Igelkraftholz. So, Indianertabak. So, wächst hier sonst noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Was sitzt da? Eine Texas-Klapperschlange. So, das ist gut, dass der Zug jetzt durchrollt. Dann können wir nämlich direkt dahinterher reiten. Dann wissen wir, wir haben den gleich nicht im Nacken. Hinterher. Und dann geben wir das erstmal ab. Hier darf man auch nicht zu nah auf den Zug aufreiten. Da hinten ist eine Wache. Die mag das nicht. Ja. Also wenn jemand Tauben braucht und so, die sitzen auch hier auf der Brücke. Da oben. Okay. Naja, gut.
Jetzt keine Experimente hier. Wir haben noch Zeit genug in der Story. Schnell ins Lager. Oh, der ist auch eilig. Boah, das war aber nicht so freundlich. So. Schnell spenden. Hi, Pearson. The big man! You stalking me too, Arthur. Was? I've always been crazy, Arthur. You know that. Also, Mark, geht's noch? Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. All right, Pearson. Komm, wir geben sie beide ab. Okay, let's take a look. Und dann schauen wir mal, thank you, Arthur, ob wir jetzt auch was verbessern können. How are you on space in that bag of yours, Mr. Morgan? Da müssen wir ganz dringend dran. Wir brauchen Panther. Das hilft nichts. Sonst kommen wir nicht weiter. So. Ah, wir brauchen noch einen Widder. Ach ja, wir brauchen so viel Puma. Ach ja, und noch einen Ochsen. So, Johns Unterkunft. Was brauchen wir da? 4 Wildschweine. Ah. Lagertisch haben wir fertig. Speisewagen haben wir auch fertig. Hauptlager, da ist es. Kriegen jetzt noch das hier und können sich dann da auch schön den Hintern wärmen, oder? Ja gut, da brauchen wir noch eine perfekte Schlange. Noch ein Lichtgeweih. Und das Wachlager haben wir ja schon fertig. Oh. Oh. Tell him, Arthur. Do what Hosea says. Screw you, Morgan. God. Ja, den haben wir ja sowieso in Verdacht, ne? Dass er sich hier in der Kasse bedient. Er macht einen ziemlich faulen Eindruck, der Kollege. Da können wir überhaupt mal gucken, ob in unserer Abwesenheit hier was passiert ist. Charles hat einen Alligatorzahn. Oh, Lenny hat richtig Kohle abgedrückt. $8,39. Also? Es passiert was. Dann gucken wir mal. Oh, irgendwie noch eine Taschenuhr oder so ein Quatsch. Ja, bei diesen Dingen weiß ich nicht, ob ich die noch brauche beim Hehler. Dann nehmen wir lieber Geld. Wieder einen, ne? Plus dann nochmal. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss. So, hier nochmal grüßen. Mr. Arthur. So, das war die entspannte Runde mit Arthur am Feiertag. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt bitte was in die Kommentare. Und macht euch einen entspannten Feiertag. Bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for Fun.